So. Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen nicht unbeunruhigt nach links schauen. Wir haben keinen neuen Bundeskanzler. Der heißt auch nicht Harald Schmidt. Trotzdem kommt Harald Schmidt jetzt auf die Bühne. Es ist aber auch nicht so, dass der Bundeskanzler nicht kommt. Es ist allein so, dass der Regierungsflieger ein bisschen Verspätung hat und gerade gelandet ist und der Bundeskanzler jetzt noch hierher fahren muss. Und um Sie nicht zu lange warten zu lassen, machen wir jetzt, und ich sage es ungern, brauchen wir einen Pausenclown. Wer eignet sich besser als Harald Schmidt, der jetzt für 10 Minuten hier hochkommt im Gespräch mit Reinhard Müller und nachher nochmal darf, dann aber oben. Insofern, the floor is yours, Herr Schmidt. Guten Tag. Davon träumt man ja, ne? Man könnte ja sagen, Herr Schmidt, Sportpalaststimmung, oder? Entschuldigung? Sportpalaststimmung. Oh, vor, gefährlicher Vergleich. Oh, gefährlicher Vergleich. Unsere feldgrauen Leser kennen das, glaube ich. Ja, ich bin schon mal eingesprungen bei einem Kölner Vermögensverwalter. Da klemmte die Maschine von Sigmar Gabriel. Und ich habe gefragt, ob ich mit meinen Worten antworten soll oder mit denen von Sigmar Gabriel. Und dann war der Wunsch, ich soll antworten wie Sigmar Gabriel. Und neben mir saß, man glaubt es kaum, Wolfgang Bosbach. Und der hat alle Antworten bestätigt. Ja. Wir haben Herrn Schmidt vorhin auch gefragt, sind Sie mit dem Kanzler gekommen? Dann hat er gesagt, nee, das würde meinen Marktwert zu weit runterziehen. Ja. Gibt es auch eine Zeitenwende beim Humor, Herr Schmidt? Ob es in diesen Zeiten Humor gibt? Nee, gibt es eine Zeitenwende, nicht nur. Ach so, ich erkenne überhaupt keine Zeitenwende, das wird einfach so behauptet. Ja. Meine, deutsche Panzer rollen wieder gegen Osten, also wie alles so früher. Naja. Also, es wurde dann vor 2 Jahren, als der Krieg losging, gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Da würde ich schon mal sagen, hängt davon ab, in welcher ich eingeschlafen bin am Abend vorher. Ja. Und das sind einfach so Behauptungen, die gemacht werden, die werden dann übernommen. Genauso wie der Satz, der mal eine Zeit lang gefeiert wurde, Deutschland wird am Hindukusch gefeiert. Wie diese Verteidigung zu Ende ging, haben wir auch erlebt. Also ich bin da sehr vorsichtig. Gibt die Ampel humoristisch was her oder ist das eher Business as usual? Humoristisch sehe ich es gar nicht so. Ich sehe eher machttaktisch. Ja? Also ich kenne das ja, ich hatte ja lange Zeit eine Fernsehproduktionsgesellschaft und man lässt da sozusagen die zweite Reihe gegeneinander laufen, um selber dann zu entscheiden, in welchem Punkt man einsteigt und wie man sich verhält. Und was da jetzt genau rauskommt, ich habe gestern in der FAZ gelesen, hauptsächlich leben ja der Wirtschaftsminister und seine Frau als Übersetzer von Ted Hughes. Und das heißt, wir haben ja doch die deutsche Entsprechung jetzt zu Ted Hughes und Sylvia Plath im Wirtschaftsministerium. Und wir können mir vorstellen, dass es uns alle nach vorne bringt. Jetzt gehen wir mal weg vom demokratischen Proletariat. König Karl ist ja gerade zu Gast, Ja. wird auch mit Salutschüssen begrüßt, daher vielleicht auch der Munitionsmangel bei der Bundeswehr. Aber man sieht doch so eine gewisse Verehrung der Deutschen. Sind Sie auch so ein verkappter Monarchist? Ja, nicht verkappt. Ah, glühender Royalist. Und ich habe schon mal den dunkelblauen Zweireiher bewundert, in dem er am Brandenburger Tor stand, während ja unsere First Lady mit den Pumps im Kopfsteinpflaster hängen geblieben ist. Ja. Und das ist einfach so ein Klassenunterschied, der ist nicht erlernbar. Ja. Wir haben natürlich auch die deutschen Leistungsträger im Frack sehr, sehr, sehr gut gefallen. Anwesende immer ausgeschlossen? Ja, ich habe getippt, Eingeschlossen. wer hat einen, bei wem ist es ein Live-Frack? Und man muss sich ja auch da drinnen bewegen können. Ja? Wenn man sieht, wie Charles gestern am Pult im Parlament stand, das ist einfach mit diesem Anzug, der wirkt wie aufgebügelt, wie auftätowiert auf ihm. Und es nutzt dann nichts, sich für so einen Abend mal zu verkleiden, sondern das ist die Royal Family, weiß einfach gar nicht, dass es auch anders geht. Allein wie sie aus dem Bentley ausgestiegen sind. Ja? Also ich bin ein glühender Fan des englischen Königshauses. Und hatte eigentlich insgeheim gehofft, dass Harry im Foyer des Bundestags noch einen Bücherstand aufbaut. Ja?
Als Überraschung, ja, mit seinem schwäbischen Bestseller Spare. Ja. Ja. Das. Schön, dass das hier ankommt. Ja. Damit eröffne ich sonst Möbelhäuser. Ja. 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 Schmidt, aber man schüttet ja Gräben zu, wo es nur geht. Ja? Das englische Königshaus ist ja eigentlich ein deutsches. Ja. Also wer soll, wenn wir mal auf unser Land kommen, Deutschland denn nun regieren? Die Hohenzollern oder Heinrich IV. Vor Achte? Nein, ich würde eigentlich sagen, dass wir uns, wenn, dem englischen Königshaus anschließen. Ja? Bei uns ist das alles ein bisschen verkrampft und zu viele Brüche. Ich habe irgendwo mal gelesen, die Engländer kannten ja nicht mal einen Weihnachtsbaum, bevor Albert kam zu Victoria. Ich fände es eigentlich das Sinnvollste, da muss jetzt ja da wird sich auf der EU was finden lassen, dass wir sozusagen eine Demokratie bleiben, eine parlamentarische, aber trotzdem uns, sage ich mal jetzt im repräsentativen Bereich von den Windsors vertreten lassen. Also ich gehe da aber auch wirklich stärker vom Outfit her und es ist einfach was anderes als ich möchte nicht despektierlich erscheinen, aber so, wenn die Gattin den eigenen Namen behält, um weiter als Sozialrichterin brillieren zu können, ist es was anderes, als wenn Camilla da auftaucht, über die ja meine Freunde von dem englischen Hochadel sagen, sie ist der Typ schmutziger Gummistiefel. Ja? Und ich weiß genau, was gemeint ist und ich bewundere sie dafür. Ja. Und welcher deutsche Politiker innen hat denn am meisten royalen Touch? Ich würde schon sagen, eigentlich Alexander Graf Lambsdorff, unser neuer Mann in Moskau. Und wer das auch hat, er sieht ja aus, als wäre in Burberry geboren, ist Konstantin von Notz von den Grünen. Ja? Also wenn ich mir die Bandbreite von Konstantin von Notz über Ricarda Lang bis zu Omni Nuripur vorstelle, muss ich sagen, da ist bei den Grünen wirklich alles abgedeckt. Ja. Kurze Frage, wann kommt denn der Kanzler? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja? Sie haben ja, Herr Schmidt, auch früher mal Begeisterung für Gutenberg geäußert. Da kommt ein ganz neuer Schmiss rein. Oder muss man den reanimieren? Wen? Den Gutenberg. Warum zu Gutenberg? Unsere Leser kennen ihn ja natürlich noch. KT, wie wir bei der Linken ihn nennen. Ja, ich glaube, der ist so happy da in seinem Geschäftsbereich jetzt, wie er auch heute Morgen Sebastian Kunz, war da jemand von Ihnen schon hier oder hat sie im Stream gesehen? Er war nicht schlecht, oder? Er war nicht schlecht, live ist was anderes als mit Schreiben. Ja, sage ich immer. Immer das Genre berücksichtigen. Also, nein, ich glaube, Karl Theodor zu Gutenberg ist nicht mehr interessiert, nochmal in die Politik zu gehen. Stichwort warten auf den Kanzler. Wigald Boning hat mal gesagt, wer einen Witz über Kohl reißt, der kommt ihm vor wie ein Töpfer aus dem vergangenen Jahrhundert. Ist Scholz auch so ein Fall? Der steht irgendwie für sich. Also, na, aber ich finde, er macht es sehr, sehr gut. Und er hat natürlich bei Angela Merkel gelernt, wie es geht. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und er war ja auch schon, er ist wahnsinnig erfahren. Er war auch schon bei Gerhard Schröder Minister. Ich habe überlegt, ich krieg's gar nicht mehr. Er war, glaube ich, schon, er war Arbeitsminister. Er war in Hamburg was? Regierender Bürgermeister in Hamburg und so weiter. Und schon wieder muss ich dir. Lesen Sie die FAZ? Gelegentlich. Ja. ist gut, ist für meinen Geschmack ein bisschen sehr jung geworden. Ja. So im Netz, ja. Da haben so ein paar junge Verrückte jetzt, das ist nicht mehr meine FAZ, aber ich zieh mich an den Leserbriefen wieder hoch. Aber Sie lesen doch nicht. Ja. Aber wieso lesen Sie das Netz? Sie lesen doch die gedruckte Zeitung, nehme ich an. Doch, ja. Ich gehe jeden Tag zum Kiosk, weil ich gern zum Kiosk gehe. Ja? Da stehen ja dann auch Herrschaften in so einer Korthose, wie man hier in Frankfurt schon mal abgeführt wird. Ja? Und da habe ich gelesen, dass letzten Endes, und das kann ja jeder bestätigen, die Deutschen wollen eigentlich keine Veränderung.
16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel, Schröder auch 7 Jahre. Ja, was heißt das für Scholz? Ja, man muss nur gucken, wie lange wir Fußballtrainer, Nationaltrainer haben und so weiter. Und die Leute wollen nicht dieses, ich rede Klartext, ich hau drauf, sondern schön abwarten, ja, einzeln die Probleme scheibchenweise lösen, sich nicht sinnlos was auf den Tisch ziehen, was gar nicht aktuell ist. Und dieses Weinen in den Tagesthemen und so weiter, ja. Und bei Habeck merkt man ja schon, dass es sehr substanziell wird. Das leitet er immer ein mit, echt kein Scheiß jetzt, Leute, ja. So, dann wird's ganz menschlich. Und dann ernsthaft zu sagen, dieser Job ist so hart, seit einer Woche esse ich Müsli mit kaltem Wasser. Er hat zumindest kaltes Wasser, das haben ja auch 2/3 der Menschheit nicht. Ja? Also das, ich glaube, dass ich würde fast die Prognose wagen, Olaf Scholz bleibt über die Legislaturperiode hinaus Kanzler, weil die Deutschen sagen, da wissen wir in etwa, woran wir sind. Und wer dann letzten Endes das Kabinett mit auffüllt, dafür haben wir den Souverän, der das entscheiden wird. Und Merz macht weiter Opposition die nächsten 40 Jahre. Schon zu lange dabei. Auch ja nicht wirklich ein großer Global Player gewesen, sondern, glaube ich, die Regionalabteilung von BlackRock geleitet. Das Flugzeug ist auch eine Boeing, keine Boeing. Also, ich glaube, das ist, sehe ich nicht. Die Frage ist, wen bringen die Grünen als Spitzenkandidat? Kabeck ist momentan ein bisschen angezählt. Annalena Baerbock scheint man, das geklaute Buch, dass sie vom Völkerrecht herkommt, verziehen zu haben. Sie hat gute Bilder. Ich habe sie neulich gesehen mit so einer sehr schicken Sonnenbrille in einem Khan im Irak zu Besuch, um sich dort mal ein Bild zu machen und also das einen Eindruck zu verschaffen, meine ich. Und sind Sie auch so ein verkappter Grüner, der Jaguar fährt, Verbrenner natürlich und dann aus Ablasshandel grün wird? Nee, ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahl-O-Mat. Ja? Und bei der letzten Wahl kam bei mir raus 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja? Ja. Und ich war geschockt, 50% Grüne. Ja? das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja? Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und dagegen muss ich mich natürlich wehren. Ja. Helene, du hast dich in FDP-Farben, aber du willst was anderes ankündigen. Der Kanzler da? Weiß man denn in etwa, wo er ist? Genau. Das ist heute auch schon auf Handy abzulesen, ne? Ja. Kommt er denn mit dem Auto oder mit dem Hubschrauber? Er fährt gleich vor. Genau, und da ich merke, dass sich das hier langsam totläuft. Ja. Na, Moment. Und da muss ich sagen, dass der Hut ab, das ist eine tolle Pointe, weil ich habe sie heute Morgen mit Sebastian Kurz gesehen. Ja. Ja. Und sind hier schon im Schlussverkauf. Ja, wirklich. Also, zweimal provoziert haben, dann sagen Sie es doch jetzt einfach. Na, also, wie ist das im Möbelhaus? Wann hört man da auf, wenn der Verkäufer kommt? Bei mir war es so, ich war mal in einer Talkshow und dann wurde ich gefragt, wie lange machst du noch? Dann sage ich, bis mich keiner mehr sehen will und dann noch 10 Jahre. Worauf Sepp Maier, der mit in der Talkshow saß, sagte, du hast aber schon 8 rum. Sehr gut. So, wollen Sie noch was zu Sebastian Kurz sagen? Dann tun Sie es jetzt. Nein, ich habe das heute Morgen wahnsinnig genossen. Sie und der Kollege Simon Strauß, Sie waren sehr gut vorbereitet, Sie waren sehr hart. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das jemand, also, ob man schreibt, ja, oder ob man das jemand fragt, der mit allen Wassern gewaschen ist und mustergültig war, das zu lernen. Der Einstiegssatz von ihm war immer, Kann man so sehen, aber. Ja. Und dann gibt es ersten, zweiten, dritten. Lassen Sie mich bitte jetzt noch vierten und fünften sagen. Genau. Es ist ein Unterschied, ob Sie so einem abgezockten Politprofi gegenüber sitzen oder bei Maischberger die Stichworte geben. Ja? Ja. Okay. Das also, ist. Jetzt herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das ist. Aber da
da ich ja hier heute am längeren Hebel sitze, darf ich Sie jetzt bitten, die Bühne zu verlassen, Herr Schmidt? Der Kanzler kommt. Gehen wir nach oben, ja. Sie sehen die beiden Herren ja später nochmal, wer möchte. Oh.